Na, liebe Leute, na? Schön euch zu sehen hier bei Zelda The Wind Waker. The Wind Waker, The Windmaker. Oder so. Komm, machen wir erstmal Wind. Eigentlich müsste sich ja dann auf das Windrad drain. Machen wir hier den Wind. Nee. Ja, muss man vielleicht nochmal auf den Schalter drauf drücken? War das so? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Gucken wir einfach mal. Welchen Part haben wir überhaupt schon, Leute? Part 42 müsste das sein, wa? Voll krass. Duft, 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 duft. Tatsächlich, guck mal, jetzt mit dem Wind müssten wir das anmachen können. Zack. Hä, wieso denn nicht? Vor allem, wo geht der Wind lang? Was zur Hölle? Wenn ich so gucke, muss der Wind... ist ja echt merkwürdig. Das verstehe ich gerade nicht. Wind, geh mal hier lang. Dann machen wir nochmal die andere Richtung. Und wenn es jetzt nicht geht, dann ist es mir scheißegal. So, einmal nach Osten. Und los. Ich weiß nicht mehr, was der Trick dahinter war. Ist mir jetzt egal. Ist mir egal, ist mir egal, ist mir egal. Egal. Ich geh zur Lehrerin, so. Bisschen Tasten-Button-Mashing. Oh, hallo, Frau Lehrerin. Schön, Sie zu sehen. Möchten Sie vielleicht ein Glücksamulett haben? Oder 20? Hallo! Da! Oho, du bringst mir also wieder Glücksamulette? Aber wie ich sehen kann, hast du gerade 28 Glücksamulette bei dir. Wow, das ist ein Junge. Was? Das ist ein Junge, wie du mir gleich so viele schenkt. Das kann ich kaum fassen. Ich bin ja so gerührt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das wahre Glück. Es muss dieses Gefühl sein, das ich gerade verspüre. Ja, ich nehme mir dann mal die 20 Stück, damit ist mein Glück wirklich komplett. 20 ist sowieso meine Glückszahl. Wie versprochen, will ich dir was Fantastisches schenken. Streck deine Hand aus. Einen echten Hasen? Du hast die Urkunde des Anwesens erhalten. Was? Das Papier ist schon ein wenig vergilbt. Das Schreiben scheint also bereits etwas älter zu sein. Tata! Ich habe dann nämlich dieses Anwesen im Süden, aber in letzter Zeit komme ich gar nicht mehr hin. Und deswegen habe ich beschlossen, es dir zu schenken. Tja, du bist sprachlos, war ich mein Junge? Hihihi. Diese Urkunde wird das Anwesen auf deinen Namen übertragen. Ist das nicht fantastisch? Ich hoffe, du wirst glücklich damit. Aber ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Und weite Schiffreisen sind mir inzwischen zu strapaziös. Ich genieße es weit mehr Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Und mit den Schülerkindern. Ja, und dieses Anwesen... ist wirklich ein bisschen merkartig. Ja, ich sage mit Absicht merkartig und nicht merkwürdig. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal zu unserem Kumpel hier. Zum Lionkönig. Und dann machen wir das zuerst und dann gehen wir nach Präludien. So. Denn, liebe Leute. Nein. Was? Ach so. Ach, cool. Schon was von Golden 3. Das ist ja cool. Man kann sich das hier einfach anhören. Man muss sich ja nicht nochmal füttern. Was ist denn das für eine Verarsche? Der will einfach mehr Futter abstauben, der Arsch. So, und dann brauche ich jetzt die Wahnsinnsgarde. Und zwar ist es da. Ach so, bei Niemandsland, ne? Und bald heißt es Linksland oder Nilsland oder so. Da will ich hin. Hier wollen wir hin. Okay, ich beruhige mich dann wohl ein bisschen. Das ist, glaube ich, gut für meinen Geist oder so. Keine Ahnung, Mann. Aber auf jeden Fall... können wir jetzt ganz gespannt oder ganz nicht ganz gespannt, sondern entspannt. Nicht nach Norden, wir wollen nach Süden. Da ist auch schon Niemandsland. Und bald ist es unser Land. Ja, ha, ha, ha. Das war auch ganz cool. Kriegt man hier einfach so ein Anwesen geschenkt. Cool, ne? Also ich finde es sehr nett. Da haben wir nochmal einen Fuffi, aber ach, den hole ich mir jetzt nicht, den Fuffi. Fisch müssen wir auch nicht anquatschen, da wir das schon erkundet haben. Aber Niemandsland hier, das ist ein richtig schönes Anwesen.
Also, das ist eine echt entspannte Paradiesinsel. Oh, guck mal, ein Schatz. Was ist denn da für ein Schatz versteckt? Das gucken wir uns auch an. Halt an! Halt an, du Sau! Ja, da ist er. Jetzt bin ich mal gespannt und so weiter. Oh, ein Silber Rubin, 200 Rubine. Nice. Ja gut, mit Hilfe der Schatzkarten und der Schätze, die man dann ausgräbt, kann man, oder nicht ausgräbt, die man bergt oder birgt, kann man auf jeden Fall schnell an Geld rankommen, um Terry zu bezahlen, wegen der Flasche und alles. Ah, nee, die Flasche habe ich ja schon, aber wegen Herzteil und der Karte. Naja, ist ja egal. Auf jeden Fall, guckt euch diese schöne Domizil an, Alter. Hier liegen voll Flaschen rum. Hat man hier voll sein eigenes Anwesen hier. Ist. Vor allem, wenn man hier drin ist, ihr habt es gerade gesehen, entweder findet man hier Herzen oder man wird hier einfach geheilt. Richtig krass. Dann kann man hier einfach lang. Zack. Und was ist hier? Ja, so ein Cocktail schlürfen kann man hier schön. Ja, geil. Und einen Krux haben wir auch hier. Ein bisschen, wenn wir irgendwie Kontakte brauchen. Haben wir Freund, haben wir hier immer. Oder hier, für so eine wunderhübsche Blume. Jetzt ist sie kaputt. Ja, schön. Ist schick hier. Was ist das? Money! Naja, lasst uns mal in das Haus reingehen. Das hier ist die Villa der ehrenhaft und bezaubernd schönen Madame Marie, Lehrerin in Portemonnaie. Unbefugt ist der Zutritt, schenkt es oder sagt der Verwalter. Okay, hallo. Nimm er seine schmutzigen Finger von meiner Klinke, der unverfrorene Lümmel. Was? Wer bist du denn? Dieses Anwesen darf nur meine ehrenwerte Herren betreten. Denn fort mit ihm. Er ist hier nicht willkommen. Alter, was war das? Wo haben wir jetzt die Urkunde? Wo haben wir jetzt die Urkunde? Bin ich jetzt doof und seht die nicht? Bin ich jetzt doof? Hä, die muss doch hier sein. Ach nee. Hier ist die. Genau. Die zeigen wir jetzt. Guck mal, du Penner. Oh, diese Unverfrorenheit reibt er mir glatt mit seinen schmutzigen Fingern etwas unter die Klinke. Nanu, aber das ist doch... Oh, scheiße. Dann ist er... Dann seid ihr also mein neuer Herr? Ja, Nils ist euer Name, nicht wahr? Ein wirklich schöner Name haben sie da. Ehrenwetter, Nils. Bitte schließt die Tür hinter euch sanft. Knutschi. Knuff. Oh Mann. Der Typ voll eklig hier. Alter, zieht euch da... Was ist das für ein Scheiß? Ich will nicht so einen hässlichen Schnoller-Typ hier drin haben. Ist das auf Präludien? Ist das ihr Sohn oder was? Kann nur so sein. Ja, hier alles voll leuchten und voll cool und hier ist so ein Kamin. Aber, hallo, Sir? Mal keine Ahnung. Aber was hat das hier zu bedeuten? Das ist doch komisch. Ehrenwerter Herr, seid ihr vielleicht an dem liebsten Zeitvertreib des Adels interessiert? Lege er los! Sehr wohl soll ich euch das Spiel erklären, beeile er sich! Schiff von könnt ihr die Dinger waschen und schmuggeln und dann könnt ihr Sachen machen. Okay, zweifelt er an meinem Verstand, Mann? Oh shit, Alter. Das kann was werden, ich hab sowas immer gehasst. Ich hab sowas immer richtig gehasst. Shit, Alter. Musste man das hier eigentlich machen? Ich weiß es gerade nicht. Jetzt aber schon sein Face zusammen, das ist auch scheiße. Moment mal, scheiße, das muss ja hier alles umgetauscht werden. Was mache ich denn hier? Dup
Du musst dahin. Jetzt ist aber gut hier. Oh, meine Fresse. Was ist denn hier los, Mann? Mit dem Blackie. Der Blackie ist gar kein Specki. Ich hab jetzt keinen Bock. Ich glaube, er hat es erfasst. Ja, also eigentlich muss man das, glaube ich, gar nicht machen. Und wenn doch, dann bin ich einfach schlecht. Nee, das war doch einfach ganz, war ganz, ganz easy war das eigentlich. Man kann doch hier irgendwo... Man kann ja nicht irgendwo. Kann man also nicht. Aber gut, hier kann man zumindest... Ach nee. Ach, nee, ich habe jetzt keinen Bock. Also hier ist kein... Oder doch, ist hier nicht irgendwo... Ach, scheißegal. Dann wartet irgendwas mit den Krügen, glaube ich. Oder doch, vielleicht hier irgendwas... Ist hier noch irgendwas zu holen? Nee, da ist nur der Wasserfall. Wie war denn das nochmal? Wie war denn das nochmal? Irgendwas musste man hier machen. Und dann ging es richtig zur Sache. Kann ich nicht einfach hier... Was? Kann ich hier nicht mit irgendwas schießen? Aha. What the fuck? Money, money. Das ist doch voll geil, Mann. Oh. Ich bin reich. Und hier, zack. Mann, alles muss man selber machen. Scheiße. Das ganz viele Money kriegt natürlich nicht. So, was war denn jetzt hier nochmal? Ach, das ist eine Badewanne. Oh, shit. Das hat irgendwas mit dem Kamin hier zu tun, das weiß ich. Kann man sich denn hier irgendwas durchlesen? So, hier ist nochmal Info, oder hat er das? Oh nein. Lasse er mich in Frieden! Ich will das nicht machen! Was ist denn das hier? Hat er doch auch irgendwas zu sagen. Mann! Musste ich das echt machen? Niemals! Ach nee, guck mal hier. Da ist es doch! Genau, das war's, ja. Wozu kann man denn sonst den Greifhaken nutzen? Natürlich. Oh, ich wollte gerade sagen, das musste ich doch nie machen. Nee. Zack. Und der Kamin geht aus. What is da los? Oh, shit. Alter, wo sind wir denn hier hingeraten? Na, das ist aber crazy. Hier geht's auch nochmal voll runter. Lass mich down. Hier ist eine Höhle, so ein Loch zum... Oh, verdammt, das ist tatsächlich hier so ein... Ja, so ein Labyrinth-Ding. Kann ich hier nicht irgendwie gucken oder so? Was zur Hölle? Ich weiß gar nicht, wo lang. Nein. Oh, Schätze! Alter, voll viel Kohle, geil! Du Ratte! Yeah, voll down! So. Und weiter geht's. Bin ich mal gespannt, wo ich jetzt noch lang komme. Okay, hier bin ich richtig, oder? Oho! So, so. Wir kommen dem Ziel... Ups. Dem Ziel immer näher. Was? Da
Das müsste die alte gewesen sein. Ich guck nochmal. Ja. Oder? Ist aber interessant. Hier ist eine ganz andere. Was zur Hölle? Na egal. So, lass uns mal hier. Mann. Und zack! Was? So, wo geht es denn jetzt hin, liebe Freunde? Oh nein, nicht nochmal runter! Oh, Scheiße! Und wieder zwei Eingänge, Mann, ich will nicht. Ich glaube, Nintendo hatte damals viel Spaß mit so, ja, Labyrinths, Irrgärten. Oh, ein Schatz. Ein orangener Rubin. Ja, oder Rubine, geil. Das ist nicht das, weswegen ich hier bin. Muss ich wohl noch ein bisschen weitersuchen. Denn wir suchen ja, liebe Freunde, ihr wisst ja, wir suchen ein Triforce-Teil und das ist zufälligerweise hier. Ganz zufälligerweise. Okay, aber hier war jetzt nur ein Weg zu gehen. Bis jetzt. Okay, dann bin ich wohl doch richtig und es ist doch ganz entspannt und leicht. Hier gibt es auch weiterhin nur einen Weg. Kann aber nichts sehen. Wieder nur ein Weg. Okay, es gibt keine andere Möglichkeit. Dann müssen wir jetzt am Ziel sein. Wo bin ich denn hier überall, Mann? So, ich kümmere noch schön die Ratten. Das ist mir wichtig. Und zack! So, das ist jetzt so. Wo bin ich denn jetzt so? Ach so, das ist... Ah, okay, gut. Dann wissen wir Bescheid. Das ist also hier. So, und ich will dann hier runter. Weil ich dann wahrscheinlich dahin komme. Oh, Mann. Hier gibt's sogar keine Leiter. Ah, was zur Hölle? Wieso bist du hier in meinem Anwesen? Was macht ihr in meinem Anwesen? Was zur Hölle? Unheimlich, Freunde. Da kommen wir hier voll Fossilien, Muscheln und Ammoniten und sowas drin. Okay. Aber der Weg bleibt immer einer. Also jetzt ist hier nichts mit Labyrinth-Action. Wenigstens eine coole Sache hier an diesem Kriegrätsel. Oh mein Gott, wo bin ich denn jetzt? Da hat der goldene Dreifuß sich auch niemand einfallen lassen hier. Tatsächlich sogar noch mit einem Wind... Ja, ich nenne es einfach Windriegel oder so. Auf jeden Fall, ihr wisst, was gemeint ist. Und voll cool, jetzt kriegen wir es. Das Triforce-Style, den Triforce-Splitter. Und dann fehlt uns nur noch ein einziger. Ey, voll krass. So. Oh mein Gott, wie geil. Wie geil ist das denn? Mein Triforce-Splitter, jetzt fehlt mir nur noch einer. Und jetzt kommen wir wieder raus hier. Ha! Ich auf Maul hier jemals, Alter! Jetzt muss ich erstmal den Weg nach draußen finden. Da ist er doch schon. Ja, habe ich sogar noch die Rubine abgestaubt. Coole Sache. Sehr coole Sache. So, tschüss, Herr Typi. Ich habe jetzt den Schatz gefunden. Jetzt bräuchte ich den nicht mehr. Auf Nimmerwiedersehen. Und liebe Freunde, dann lasst uns doch schon mal nach Präludien düsen. Und ja, das war's dann, glaube ich, für diesen Part. Oder soll ich hier noch was erkunden? Ich weiß nicht. Erstmal nach Präludien. Bin ich mal gespannt, wie viele Parts es noch werden, denn an sich... Es gibt jetzt nichts mehr, was ich unbedingt machen möchte in dem Spiel oder unbedingt sehen möchte. Ich will auf jeden Fall noch die Karte komplett erkunden. Je nachdem, was da für Inseln sind, die Inseln halt nochmal anschauen.
Aber ansonsten habe ich eigentlich keine Bedürfnisse mehr für das Let's Play so an sich. Es gibt, glaube ich, noch ein Herz bei Vater Orca, wenn man da 900 Mal oder 999 Mal ihn trifft, ohne 3 Treffer von ihm zu kriegen. Dann gibt es hier noch ein Herz, wenn man mit dem Schwein umherrennt und ach, also doofe, sinnlose Scheiße, ganz ehrlich. So was Langwieriges, was ja keinen Spaß macht. Ja. Deswegen, ja, also ich, man kann, glaube ich, schon sagen, dass sich das Let's Play so langsam dem Ende zuneigt, aber nur so langsam, ja, nicht schnell, eher langsam. Ich brauche ja Magie. Verdammt. Ich brauche Magie. Gib mir Magie. So, lass uns mal hier durchschnetzeln. Mann. Oh nein, nicht der. Gib mir Magie! Ist okay! Boah, Splash! Geil, Mann! Yeah! Ah, Magie, schön. Schön, Magie. Wir brauchen ja nur minimal mehr als die Hälfte. Ich glaube, mit der Hälfte hätte man es auch schaffen können. Aber jetzt ist alles sicher. So! Liebe Freunde, dann im nächsten Part sehen wir uns, wenn wir genau dahin düsen. Das wird cool. Ich freue mich. Also bis dann. Tschüss, Leute.